Und damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien zu dem Antrag der Fraktion der SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP mit dem Titel Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 7111 den Antrag der entsprechenden Fraktionen auf Drucksache 6710 anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist das gesamte Haus. Gegenprobe braucht es dann nicht. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen.